Tu's. Okay, da sind auf jeden Fall Orks. Wieder fehlgeschlagen. Schon wieder fehlgeschlagen. Ja, das muss ich auf jeden Fall, wenn sie ihren Stufenaufstieg hat, mal bessern. Verbessern. Dass sie sich besser verstecken kann. Okay, da sind noch mehr Orks. Dein Befehl, vorwärts! Also hier sind nur die zwei. Auf in den Sieg! Ich schlag dich in Stücke. Was ist los? Da hatte Hagrim wohl wieder seinen Spaß. Ja, 22 ja, Damage. In Ordnung. Worum handelt... In Ordnung. Sag, was du von... Es soll geschehen. Woran hast du gedacht? Wenn es dein Wunsch ist? Hey, es hat diesmal gleich geklappt. Okay, hier sind auch wieder nur drei Orks. Wie kann ich helfen? Gewiss. Mögen die Götter ich höre, euch gnädig sein. Euer Ende ist nah. Dein Befehl? Gut. Was, du soll es geschehen. Brauchst du mich? In Ordnung. Brauchst du mich? Schau mir ruhig zu. Ja. In Ordnung. Ja? Was ist los? Ist das alles? So, im Schattenverstecken ist gelungen. Das heißt, wir können jetzt mal die Armee des Ogers besichtigen. Wir wissen, hat er da hinten noch einen Schaman? Nein, hat er nicht. Okay, es sind zwei Bogenschützen, der Oger und vier Nahkämpfer. Sag, was du vorwärts. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Diesmal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay, da ist der Hugo. Wie lautet deine Aufgabe? Woran hast du gedacht? Ich werde... Wie kann ich hier vorwärts? Ich bin hier. Nein, vorwärts. Hau dich mit Hagrim. Ist etwas nicht... Kommt her, wenn ihr euch traut. Boah. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Das war jetzt nicht so wie geplant, wie kann ich aber helfen? Es hat Gewiss. Gereicht. Karawanenvertrag. Dieser zerknitterte Pergamentfetzen scheint eine Art Auftrag zu sein. Balin, liefert diese 5 Vorratskisten an das Warenhaus in Osthafen. Aber passt auf, dass dieser skrupellose Gauner Pombard euch einen fairen Preis bezahlt. Geht mit dem Geld zur Kurin, dem Lager vorbei und dann Haustafen und kauft damit 3 Fässer mit ungeschnitztem Fischbein. Verladet die Fässer und kehrt zu mir und kehrt zurück nach Kerdineval, wo ihr den vereinbarten Lohn erhaltet werdet. Seid wachsam in der Tundra. Man hört in den Hügeln von Osthafen, trieben sich Orks herum. Es wäre auf jeden Fall ratsam, wenn ihr mit eurem Vorschuss zusätzliche Wachen für die Karawane anheuern würdet. Gute Reise, Imus Galloway aus Kerdineval. Mhm. Dein Befehl? Bereit zu neuen Taten. Worum sofort? Ich weiß auch noch die Zeiten, als ich das erste Mal gespielt habe, wo dieser Ogre schwer war.
Also ja, sagen wir so, wäre ich nicht jetzt die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ja, vorwärts. Dann wäre dieser Ogre auch schwer gewesen. Der hätte nämlich unseren Breno hier einfach in der Mitte durchgematschkert. Brauchst du mich? Ich höre, wenn es sein muss. Oh, noch ein Wolfspilz. Gegen Wolfspilz sage ich nicht nein. So, Stufenerhöhung sollte sie dann 16. Oh, und wir kriegen 25 Punkte, also. Packe ich das mal hier drauf. Und Fallen finden. Wahrscheinlich packe ich dann auch mal in Illusionen erkennen was drauf. So. Hier ist 16 Lebenspunkte. Sag weiter! Und die Höhle ist abgeschlossen. Schnellspeichern und Hilfe. Also ja, wir haben die Höhle geleert, gesäubert, können also durch den Ausgang zurück. Das sind die 5 Kisten aus den Karren. Und ja, ich glaube, es hätte gereicht. Nö, es gibt keine Tagebuchaktualisierung. Wegen der Karawane. Aber wir können auf jeden Fall zu Pommab gehen. Gewiss. Also erstmal geben wir dem Jungen seine Fischgräten. Dann ruhen wir uns ein bisschen im... aus, denke ich mal. Ihr seid zurück, habt diesem Monster meine Fische wieder abgenommen. Heute ist ein Glückstag, Junge. Hier sind deine Fische. Oder findest du zumindest, was davon übrig ist. Danke, ich sollte jetzt besser nach Hause gehen. Mein Papa macht sich bestimmt schon Sorgen. Dann leb wohl. So. Wir konnten Damien helfen und haben ihm einige Fische gegeben, die er seinem Vater bringen soll, damit er nicht in Schwierigkeiten kommt. Ihr habt Damien geholfen, seinen Fang wieder zu erlangen. So, nach diesem ersten Kampf. Wie kann ich vorwärts? Es heißt auch, dass hier irgendwo ein Elf sein soll. Ach, da oben. Erwin Schwarzgarbe. Garbe. Seid gegrüßt, Freund. Ich bin Erwin Schwarzgarbe von Evareska. Es ist schon Monate her, seit ich freundliche Gesichter gesehen habe. Trotz des trüben Ambientes unseres derzeitigen Aufenthaltsorts in Osthafen. Aufenthaltsortes ist Osthafen ein willkommener Anblick für dieses Elfenauge. Hallo, ich bin Bueno hier. Sagt Erwin, habt ihr auf euren Reisen viel gesehen? Ein Elfs? So, was bei den neuen Höhen macht ihr hier oben? Was ist mit dem Ort? Ein bisschen kaltes Wetter ist doch nichts Ungewöhnliches. Ja, das Örtchen ist eine Schönheit, was? Also, ich muss los, leb wohl. Fragen wir mal das Erste. Als ich mich aus Evareska aufmachte, war ich an ein friedliches Leben gewöhnt. Ich hatte keine Ahnung, was für Wunder und Schrecken das Abenteuerleben mir an meinen unzähligen Türschwellen bringen würde. Ich bin froh, dass ich vor 20 Jahren nicht den Rückzug gemacht habe. Schrecken, ja. Erzählt mir etwas von Schrecken. Habt ihr jemals einen Mann vom Bauch bis zur Kehle aufgeschlitzt? Oder gesehen, wie ein Mann verzweifelt sein Leben aushaucht? Während ihr sein klopfendes Herz in der Hand haltet? Nun habt ihr... Warum stellt ein Paladin solche Fragen? Hier scheint es wenig Abenteuer zu geben, Freund.
Wisst ihr von irgendwelchen anderen Abenteurern in Osthafen? Was ist der Rückzug? Fragen wir mal das. Der Rückzug ist die allmähliche Wanderung von Wanderung der Tequesia zur Insel von Immerdar. Es dürfte nur ein paar hundert Jahre dauern, bis das gesamte Volk die Wanderung abgeschlossen hat. Ich habe beschlossen, bis dahin den Rest von Faerûn zu erkunden. Interessant, habt ihr auf dem Wiki hier irgendwelche guten Gerüchte gehört? Nun, ich habe in letzter Zeit keine Gerüchte gehört, aber als ich durch Kultahab kam, hatte ich wegen irgendetwas in diesem Tal ein seltsames Gefühl. Es war nicht nur das Wetter, was mich gestört hat, irgendetwas war mit den Bergen und den Bäumen, sogar den Wolken am Himmel. Irgendetwas hat nicht gestimmt, irgendetwas war nicht richtig. Jetzt, wo ihr es sagt, irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Ich kann nicht genau sagen, was, aber ja, irgendwie war das Wetter seltsam. Seid vorsichtig auf euren Reisen. Lebt wohl. Reden wir nochmal mit ihm. Schön, euch wiederzusehen, Freunde. Ich bin nicht dein Freund, Elfling. Seid gegrüßt. Habt ihr auf euren Reisen irgendwelche Gerüchte gehört? Also gut, er sagt nur noch dasselbe. So, Quimby, kriegen wir ein Zimmer? Seid gegrüßt, Reisender. Mein Name ist Quimby und ich heiße dich in meinem Gasthof willkommen. Seid gegrüßt, Quimby. Ihr wirkt recht enthusiastisch. Ah, enthusiastisch, ja. Um diese Jahreszeit habe ich selten Reisende hier. Deswegen will ich, dass sich alle meine Gäste willkommen fühlen. Haha. Okay. Wie sieht es mit deinem Zimmer aus, Quimby? So, habt ihr in der letzten Zeit irgendwelche interessanten Neuigkeiten gehört, Quimby? Kommen über diese Jahreszeit überhaupt Reisende? Wir haben einen. Haha, ja. Sein Name ist Erewain. Irgendwas. Er ist ein Elf und ein Abenteurer obendrein. Also, wenn ein Elf und ein Abenteurer die Zimmer hier gefallen, wie könnte ich dann Nein sagen? Für wie viel, Quimby? Ja, und mieten wir einfach mal das für Händler. Kriegen trotzdem Ratten. So. Sind wieder alle aufgepowert. Fragen wir mal nach Gerüchten. Ich heiße euch wieder in meinem Gasthof willkommen, Reise. Womit kann Quimby euch behilflich sein? Habt ihr irgendwelche interessanten Neuigkeiten gehört? In der Tat, ja, die ganze Stadt redet über die bevorstehende Expedition der Grat der Welt. Aufregend. Wirklich? Erzählt mir mehr von dieser Expedition. Nun, Hotka wird zweifellos die Expedition anführen. Ich habe gehört, dass Asalia, die Eingeweihte im Tempel, mitgeht, und ich nehme an, dass Everard hier bleiben wird, um die Stadt zu betreuen. Eine Zwergin namens Hildred geht auch mit. Sogar Pommab hat eingewilligt mitzukommen. Ach, das wird ein großartiges Abenteuer werden. Danke, Quimby. Ich muss gehen, leb wohl. Dein Befehl? Was? In Ordnung. So, und Lunastra kann es natürlich nicht lassen. Sie muss wenigstens... Oh, hier ist offen. Und nichts drin. Nur hier ist abgeschlossen. Und ja, wie auch immer das Geld gehört. Geld und Schmuck, ja, und so nehmen wir nicht mit. Nur nützliche Sachen. Das haben wir Lunas 3x3 eingetrichtert. So, du bist nur ein Stadtbewohner. Weiter! So, Pommab. Ja, ich möchte etwas kaufen. Und zwar möchte ich jetzt erst einmal... alles verkaufen, so an Tant, den ich nicht brauche. Auch wenn es teilweise nur Kleinvieh ist, aber die Bögen sind zum Beispiel recht wertvoll, die Streitäxte eher nicht. Der erstklassige Dolch ist gerade mal 5 wert. Ich dachte, der wäre so 20 wert. So. Okay, du hast keine Heiltränke, gell? Nö, nur Wein. Kompositlangbogen, der wäre praktisch gewesen, wenn ich eine fernkämpfende Elfe hätte. Aber ansonsten nichts.
Ja, wir könnten die beiden verkaufen, aber will ich erstmal nicht. Ah, der Winterwolfpelz, der war doch mehr wert. Woran hast du gedacht? Sag was vorwärts! Haben wir den ersten nicht für 250 verkauft? Naja, okay. Wie kann vorwärts? So, jetzt haben wir eine beachtliche Menge Geld. Vorwärts! Wir haben immer noch das Schreiben. װ     װ││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 př![││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